Mir ist einfach bewusst geworden, dass wir eine enorm wichtige Aufgabe haben als Journalisten, nicht nur die Flüchtlinge hier zu porträtieren, sondern zu zeigen, woher sie kommen. Ich habe mich da auch in eine Auseinandersetzung mit der Familie begeben und mit diesem Thema, die ich, glaube ich, nur auch deshalb so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe, weil ich irgendwie noch ein bisschen im Schock war. Da merkt man, was großartiger und qualitätvoller Journalismus leisten kann. Organspende und Flüchtlingskatastrophe. Die beim Katholischen Medienpreis 2016 ausgezeichneten journalistischen Werke könnten thematisch nicht aktueller sein. Wie es zu den Beiträgen kam und was sie so journalistisch auszeichnet, darüber habe ich mit den Autorinnen und ihren Laudatoren gesprochen. Es sind zwei große Themen, um die es hier ging. Zum einen diese wirklich Frage, wie gehe ich um mit dem Sterben, mit dem ganz privaten Sterben eines nahen Menschen. Der andere Beitrag, wie gehe ich um mit diesem Massensterben im Mittelmeer? Wie gehe ich um mit dieser Menschheitskatastrophe? Es gibt kaum eine Dokumentation, die mich in den letzten Monaten so berührt und beschäftigt hat wie Tod vor Lampedusa, Europas Sündenfall. Der Film hat mich nicht losgelassen, weil er gerade keine Antwort hat auf das alles überragende Thema unserer Tage. Er hat auch keine Fragen, aber er lässt uns Fragen stellen. Fragen, die quälen, Fragen, die notwendig sind, um ernsthaft Antworten zu suchen und vielleicht dann irgendwann Lösungen zu finden. Das Flüchtlingsthema ist jetzt für mich ein Thema, was meine Arbeit, was meinen Alltag sehr prägt. Also ich fahre morgen nach Malta und mache eine Geschichte über Flüchtlinge. Von daher ist es dieses Thema eines, was mit diesem Film auch, glaube ich, so ein bisschen zu meinem Lebensthema geworden ist. Wir haben eben diesen Beruf gewählt und dieses Glück, dass uns Redaktionen dann sagen, gut, dann zeigt mal, woher sie kommen. Und ich denke, das ist ganz wichtig zu zeigen, woher diese Menschen kommen und warum sie kommen. Für mich steht über allem das Menschsein. Und deswegen haben wir auch den Film gemacht, um den Menschen ein Gesicht zu geben. Hier geht es um die Tiefe, hier geht es darum, dass der Journalismus zeigt, dieser im Wortsinn ausgezeichnete Journalismus, er geht in die Tiefe, er packt einem selber und er stellt, auch wenn ich den Beitrag nehme, den ich laudiert habe, dieses Stück über Organtransplantationen, in seiner Zurückhaltung packt er einem gleichwohl und er zwängt einem Fragen auf und das zeigt guten Journalismus. Am Abend des Unfalltages sind die Eltern auf der Intensivstation am Bett ihrer Tochter. Sie hängt an Schläuchen und Maschinen, sie ist warm, sie scheint zu atmen. Doch Franziskas Gehirn hat irreversible Schäden. Das heißt, sagt Katrin Raff, Intensivmedizinerin der Station und Transplantationsbeauftragte des Krankenhauses Neukölln, mit 100%iger Sicherheit wird keine Besserung eintreten. Es ist die unglaubliche Akkuratesse. Sie schildert es so akkurat und mit einer sensiblen Zurückhaltung, die einem wirklich packt. Sie agitiert nicht, sie sagt nicht, Organtransplantation ist gut, Organtransplantation ist schlecht, sie schreibt keinen Leitartikel, sie wirbt nicht, sie schreckt nicht ab, sie schildert einfach. Sie schildert die Nöte, sie schildert die Qualen, sie schildert die Situation und gerade diese distanzierte Sensibilität beeindruckt einem wirklich sehr. Erstmal freue ich mich wahnsinnig. Es ist toll, Anerkennung zu kriegen für eine Arbeit, die man gemacht hat, für eine sehr lange Recherche, die mich auch natürlich auch mitgenommen hat. Und zu spüren und zu erfahren, dass das, was man gemacht hat, gut ist und dass es einen Ansporn weiterzumachen und sehr viel Zeit und Engagement zu investieren, solche Arten von Recherchen und Geschichten wiederzumachen. Ich glaube, Glaubwürdigkeit und Vertrauen in Journalismus kann man nicht verlangen, sondern kann ihn immer nur verdienen. Und die Preise, die wir heute Abend vergeben haben und die Stücke, die wir ausgezeichnet haben, sind eigentlich Belege dafür, dass man sich Glaubwürdigkeit verdienen kann, nämlich durch hervorragende Arbeit, durch intensive Recherche, ja, und durch auch sowas wie klare Werte. Wir brauchen viel mehr ernsthaften, qualitätvollen, auch begeisternden Journalismus und das haben wir heute erlebt. Thank you.